Hallo Freunde, heute gestalten wir gemeinsam mit Inkscape einen Seestern. Dazu ziehe ich erst einmal einen 5-Stern auf. Und das Ganze natürlich ohne Kontur. Deshalb passe ich meine Kontur auf 0 an. Und jetzt muss ich mein Spitzenverhältnis und meine Abrundung ebenfalls anpassen. Ich weiß das gerade nicht auswendig, deswegen muss ich hier etwas rumprobieren. So, das Spitzenverhältnis von 0,32 und die Abrundung von 0,15. Beziehungsweise 0,19 ist schon für einen Seestern zu gebrauchen. Jetzt färben wir diesen orange und packen noch einen Filter drauf. Wie zum Beispiel bei Materialien die zerborstene Lava. Und wer möchte, kann dem Seestern natürlich auch noch ein Gesicht verpassen. Die Augen erstelle ich mit dem Kreiswerkzeug, halte dabei STRG natürlich gedrückt und färbe dieses schwarz. Jetzt dupliziere ich das linke Auge und füge noch einen Mund hinzu. Dazu gehe ich in mein Freihandlinienwerkzeug und ziehe eine Linie auf. Die Konturbreite muss ich natürlich auch noch anpassen, zum Beispiel auf 1 mm. Und das Konturende runde ich natürlich ab. So, jetzt gehe ich in mein Knotenwerkzeug und kann den Seestern zum Lächeln bringen. Die Augen bringe ich auf eine Höhe mit horizontal zentrieren und gruppiere sie mit STRG G. Ich könnte jetzt auch noch einen weiteren Filter anwenden, zum Beispiel STRG und dann Airbrush. Das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Um den Seestern noch perfekt auszurichten, müsste ich ihn noch drehen. So. Jetzt wähle ich alles aus und klicke auf Vertikal zentrieren. So. Ich hoffe, euch hat dieses kurze und knackige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, auf diesem Kanal gibt es noch weitere solcher Videos.